Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Fußball Manager 2013. Und uns wurde ein talentierter Jugendspieler gesagt, ein Riesentalent, einen kommenden Nationalspieler. Wir haben sonst keine Informationen zu ihm, aber er spielt bei Kortrijk, dem belgischen Erstligisten in der A-Jugend. Also dürfte er gar nicht so schlecht eigentlich sein. Außerdem findet meine Mannschaftsführung großen Anklang, da ich sehr viel mit den Spielern rede. Dann haben wir Mladen Skoric gescoutet. An Malchus ist leider keiner für das Geld interessiert. Dann bieten wir ihn einfach mal für 20.000 an. Vielleicht will ihn dann einer, weil den brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl er relativ talentiert ist. Und dann gehen wir ja auch schon weiter, denn gleich kommt das Spiel gegen Hessen Kassel. Und das ist ja, glaube ich, in echt jetzt auch gerade gewesen. Und da hat Mannheim, glaube ich, 2:0 gewonnen, wenn ich richtig bin. Ich kann aber auch falsch liegen, ich weiß es nicht genau. Viele, die Stammspieler in der ersten Mannschaft sein wollen, aber es nicht sind, ja, die ganzen, die wir aussortiert haben, und Brinkies, der sich verbessern möchte. Gab's nicht irgendwie Tipps? Ach so, da muss ich bei Ziel. Ah, jetzt ist aber schon das Spiel, und zwar gegen die stärkste Mannschaft unserer Liga, gegen Hessen Kassel. Beide Mannschaften sind schlecht in die Saison gestartet, obwohl sie zu den besten Mannschaften der Liga gehören. Topspiel ist top, sag ich schon, TuS Koblenz gegen Eschborn. Wir haben wieder irgendeine Nachricht, und zwar Frick wieder zurück in die Jugendmannschaft. Und Scouting ist abgeschlossen für Skoric und für Behrens. Gucken wir mal die erste Mannschaft. Und alles außer Sturm könnten wir aus der Jugendmannschaft hochholen. Einen Spieler. Und wir holen. Wartet mal. Haben wir eine B-Jugend irgendwo talentiert, das was schon stark genug zum Hochholen ist? Nö. Also haben wir was aus der A-Jugend hoch. Und zwar holen wir Hornhold nochmal hoch, weil der ist irgendwie gerade so eine Hoffnung, die ich da in der B-Jugend. In der B-Jugend, ja, schon in der A-Jugend hab. Ja, erste Mannschaft holen wir den gleich mal und dann rein mit ihm ins Team. Und dann pfeifen wir das Spiel auch gleich mal an gegen Hessen Kassel. Natürlich wieder im Textmodus und geht raus und spielt ordentlich Fußball. Vorher nochmal in die Taktik gehen, öffne Taktik. Nicht beides. So. So, so. 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 So, so. So. Und so, und die Laufwege ändern wir dann so circa zur Halbzeit oder so. Außer es läuft perfekt, dann brauchen wir die ja nicht ändern. Und Schiedsrichter Wege schickt gerne auch einmal jemanden vorzeitig zum Duschen. Die Spieler sind also gewarnt. Und er pfeift das Spiel an. Und in der ersten Minute gleich mal Franzi mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Mehr passiert dabei nicht. Ich möchte so diesmal wieder von Anfang an Konzentration hier geben. Maciejak mit dem Freistoß, der wird schnell ausgeführt, war safe, verliert dran und flankt flach in den 5-Meter-Raum mit einem langen Bein, ist Hess schneller als der Torhüter. Es ist 1-0, ja man, 1-0. Perfekter Start wieder, aber. Damit dürfen wir uns nicht so sicher sein, denn wir wissen ja, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Und schöner Startpass auf Damm, aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig vorbei und vollkommen harmlos.
Dürfen wir bloß nicht so spielen wie das letzte Spiel. Jetzt wieder eine gute Chance. Am Ende einer schönen Kombination trifft Tess für den SV Waldhof Mannheim. Steht aber knapp im Abseitskurs. Darauf wird ein 18-Meter-Schuss von ihm abgefälscht und fliegt knapp über das Tor hinweg. 10. Minute. Noch eine Chance für uns. Der war dann wohl noch der Torwart dran. Franzin mit der Ecke, die kommt schön auf den 11-Meter-Punkt. Müller stimmt heraus und schiebt alles zur Seite, was er sonst noch an den Ball will. Dann pflückt er sich das Leder gerade noch vor Geiger aus der Luft und begräbt es unter sich. Schade. Und Rahn lässt sich gegen Stille im Strafraum einfach fallen. Wiege bespricht sich kurz mit seinem Assistenten und entscheidet dann auf Freistoß für den KSV Weißen Kassel, die hier mit einer Abseitsfalle spielen. Und jetzt 18. Minute, Freistoßchance durch Maciejczak. Müller löst sich aus der Mauer und Maciejczak trifft genau in die Lücke. Nulle springt noch verzweifelt, hat aber keine Chance mehr. 2:0. Maciejczak. Sauber, die beiden Stürmer, die von Anfang an drin sind, spielen da super. Beide mit einem Tor. 2:0. Der Start heute ist viel besser, aber jetzt wieder Kassel meine ich. Gallus mit dem Pass auf Pinheiro, der aber sofort von Schiedsrichter Wege wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen wird. Und gleich wieder wir mit einer Chance. Waldhof Mannheim kontert jetzt aber zu umständlich. Letztlich schießt Maciejczak weit am Kasten vorbei. Schade. Und jetzt 31. Minute wieder Chance. Einen Schuss von Fall wird von Stefan Müller zur Ecke abgefälscht. Die Ecke wird jetzt geschossen von Franzin. Hess und Riske liefern sich ein intensives Kopfballduell, aber Riske setzt sich knapp durch und klärt. Schade. 33. Minute. Lapsus von Gide, der Franzin ins Spiel bringt. Der Mittelfeldspieler schießt aus 17 Metern, aber knapp vorbei. Schade. Und jetzt ein klares Foul von Becker an Maciejczak im Strafraum. Es gibt 11 Meter und Gelb für Becker. Oh nein, ich habe doch hoffentlich 11 Meter ausgestellt, dass ich den selber schieße, ne? Ja, gut. Und wer schießt den Elfmeter? Ein gellendes Pfeifkonzert von den Ringbegleitern, die in Schritt der Vorbereitung von Maciejczak. Der läuft mit kurzen Schritten an, aber genau in die Mitte des Tores und Torhüter Nulle hat den Ball. Da muss er noch nicht mal einen Schritt zur Seite machen, aber diese Ruhe muss man erst mal haben. Warum schießt er den in die Mitte? Schießt so einfach in irgendeine Ecke, meine Güte. Jetzt werden alle Spieler aufgewärmt. Und Ribaki wird zur Halbzeit wieder die Chance kriegen. Guido unterbindet hier mit einer guten Aktion einen Angriff des Gegners. In der Offensive sind wir derzeit gerade sehr gut drauf. Auch so, nur Brinkis, der heute ja nichts zu tun hat, hat eine schlechte Note. Und damit kann ich dann auch mal leben, wenn das so läuft. Und jetzt nochmal kurz vor der Halbzeit eine Riesenchance. Nulle wirft sich mutig an einen Schuss von Maciejczak, der den Keeper aus 6 Metern nicht überwinden kann. Vorausgegangen war eine wirklich sehenswerte Kombination. Schade, schade. Das wäre es jetzt natürlich gewesen, aber wurde leider ja nichts. Und jetzt noch eine Chance. Die Ecke, die daraus resultiert, wird von Franzin gemacht. Hess versucht sich dagegen ran, mit unfairen Mitteln Platz zu verschieben. Ich kann schon wieder nicht sprechen. So verschaffen wir uns mit folgerichtig Freistoß für Kassel. Oh, das Spiel ist hier pünktlich zu Ende. 2:0 geht es für uns in die Halbzeit. Damit können wir definitiv leben. Gerade noch erträglich, das Ergebnis. Und dann kommt Ribaki rein. Und ja, das war's erstmal. Das müssen wir jetzt auch wirklich gewinnen. Wenn wir das nicht mehr gewinnen, dann läuft schon einiges falsch hier. Hess, super gespielt. Maciejczak, auch wenn du rausgehst, super gespielt. Vasej, super gespielt. Roth, super gespielt. Und Fall, super gespielt. Stille, hol dir nochmal eine Massage ab. Kolak auch. Nein, Kolak auch. Und Maciejczak. Und Spielerwechsel bei Mannheim. Ribaki kommt für Maciejczak. Und ich will wieder volle Konzentration von euch von Anfang an sehen, in der zweiten Halbzeit, die jetzt angepfiffen wird.
Und gleich mal eine Verletzung bei Vassey. Der liegt nach einem Foul von Rand verletzt am Boden. Das sieht nicht gut aus. Er muss am Spielfeldrand behandelt werden. Dann nehmen wir ihn auch gleich raus. Nicht, dass sich dann noch irgendwas verschlimmert, wenn er jetzt drinnen bleibt oder sowas. Deswegen Hornhold, kommt für ihn jetzt rein. Und er hat eine Sprunggelenksverletzung. Das könnte bitter sein. Das könnte lange dauern. Das ist scheiße. Nur wegen Matthias Rahn, dem Wichser von Kassel. Ja, das ist zwar scheiß Ausdruck, aber so wie das Wort gerade. Aber so wird es total unnötig. Und jetzt eine gute Chance von Kassel. Schuss von Ruske wird noch abgefälscht und verfehlt das Tor nur knapp. Rahn hatte sehr gut vorbereitet. Und die Ecke kommt von Gallos. Aber den hat Brinkies locker sauber. Super Spiel bis jetzt. Aber jetzt lassen wir die zu sehr kommen. Flanke von Hamann auf den Kopf von Meier, aber dessen Kopfball geht weit, weit am Tor vorbei. Und die nächste Chance. Gallus wird halblinks am Strafraum von Pinheiro schön freigespielt, trifft dann aber den Ball nicht richtig und Koller kann klären. Jetzt lassen wir die viel zu sehr kommen. Und jetzt wechseln wir nochmal. Und zwar kommt Önerlein nochmal für Hess und dann hoffen wir, dass Rybaki sich hier noch fängt, weil ich will nicht, dass er sich schon wieder so eine scheiße Note einfängt, wie beim letzten Mal. So wird er gar nichts mehr mit ihm, wie er sich zurzeit gerade anstellt. Vielleicht sind die jetzt beide auf einem Level und können deswegen besser spielen oder sowas. Das wäre von Vorteil. Und jetzt 73. Minute. Gallus sitzt sich da fast an der Torlinie gegen Geiger durch und flankt am 5. Meter Raum. Kombiniere im Luftduell gegen Kolak nicht an den Ball. Glück gehabt. Der macht auch ein super Spiel, der Kolak. Und Hornhold und Rybaki, die beiden eingewechselten mit richtig miesen Noten. Die beiden jungen Spieler, no, das ist nicht so gut. Jetzt doppelter Wechsel bei Kassel innerhalb von 3 Minuten. Erstmals für Gallus und jetzt Gundelach für Becker. Und jetzt in der 81. Minute nochmal eine Chance für uns. Wir konnten dann zu umständlich und rot sein Schuss geht am Kasten vorbei. Und der letzte Wechsel bei Hessen Kassel. Hähnel kommt für Damenspiel. Hoffentlich bringt das aber nichts mehr. Und ich stehe kurz vor der Tribüne. Oh, jetzt hat sich bei den Gegnern Stefan Müller anscheinend verletzt. Das sieht nicht gut aus. Und das ist eine Oberschenkelprellung. Der Arme. Ben hätte es diesem Rahn da gegönnt. Und jetzt falsch schlägt den Ball aus dem Mittelfeld hoch in den Strafraum. Rybaki legt etwas ungenau quer zu Önele, der den Ball aus 11 Metern trotzdem aufs Tor bringt. Und Nulle kann gerade noch parieren. Schade. Nimm dir mal ein Beispiel an Önele mit deiner Note, Rybaki. Und geh wenigstens noch auf eine 3 hoch. Meier liegt verletzt auf dem Boden. Franzin spielt den Ball ins Aus. Schwein gehabt, dass da für Meier nichts passiert ist. Und jetzt wird Hähnel zu Unrecht zurückgepfiffen. Und jetzt nochmal kurz vorm Abpfiff eine Chance. Riske macht die Ecke. Hähnel versucht sich dagegen Kollack mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Und das gibt folgerichtig die gelbe Karte. Ein Freistoß, mein gelbe Karte. Und die letzte Chance jetzt nochmal bei uns. Önerle lässt Rahn kurz vor dem Strafraum aufsteigen. Kommt frei zum Schuss. Alle landet direkt in den Arm von Nulle. Damit ist das Spiel vorbei. Das zweite Spiel war viel, viel besser als das erste. Und Trainer Wolf muss sich ins Stammbuch schreiben lassen, dass er und sein Team diesen Gegner offensichtlich unterschätzt haben. Es ist dann während des Spiels immer schwierig, plötzlich umzuschalten und dann noch eine Wende zu erzwingen. Super Spiel, 2:0 Sieg. Damit kann man definitiv in Ordnung sehen, schon. Zufrieden sein. Das Spiel war definitiv in Ordnung. Bis auf Rybaki alle mit super Noten. Rybaki ist irgendwie, ja, die einzige Täuschung bei uns zur Zeit ist irgendwie so wie bei meiner Elmshorn-Karriere damals. Damals sag ich schon, also vor ein paar Wochen.
mit meinem alten YouTube-Kanal noch mit Raab, der talentiert war und eine gute Stärke hatte, aber halt als einziger keine guten Noten gekriegt hat. Hessen Kassel als stärkste Mannschaft damit auf Platz 17 zurückgefallen. Achso, das war ja auch ihr erstes Spiel, ich wollte gerade sagen. Die hatten ja das erste Spiel gar nicht gespielt gehabt. Und die sind damit auf Platz 8 vorgerückt. Elversberg fällt nur auf Platz 6 runter, obwohl sie ein Spiel weniger haben. Und unser nächster Gegner werden gerade diese Elversberger. Also, das wird was. Spieltagsstatistik, da noch irgendwas Interessantes. Önerle, Maciciak und Fall sind bei uns dabei. Önerle wird sogar zum Spieler des Tages. Auch nicht schlecht. Wir haben die beste Mannschaft des heutigen Tages gehabt und die drittbeste in dieser Saison. Jetzt, nee, hä, warte mal. Da war irgendwas falsch, aber eben. Önerle ist der notenbeste Spieler. Maciciak zusammen mit Dündar, Alkiel und Knödle, der Beste, der schon zwei Spiele gemacht hat. Und er trifft auch gut, der hat nämlich in beiden Spielen jeweils einmal getroffen. Dann gucken wir nochmal Nordost. Ist Hertha 2 auf Platz 1. Nord, Weiche und immer noch Wilhelmshaven und Lübeck unten. Dritte Liga hat Hansa 2-0 gewonnen und ist dadurch auf Platz 3, auf Platz 2 sogar sauber. So will ich das sehen. Gehen müssen die als nächstes. SV Darmstadt, 8. Platz, da gewinnen sie hoffentlich auch wenn Hogle da spielt von uns. Dann, oh, 1860 mit einem 7:1-Sieg und damit Tabellenerste. Dresden gewinnt 3-0 gegen Bochum, Cottbus 3-0 gegen Ingolstadt. St. Pauli verliert 1-0 gegen Aue, sauber. Und Krauer gewinnt 2-0 gegen Kaiserslautern. Und in der ersten Bundesliga ist es noch nicht losgegangen. Dann gucken wir, ob hier noch irgendwas passiert jetzt. Wie kommt es, dass die Timo Rapp nicht aufgestellt oder eingewechselt haben? Ich wollte ihn schon. Keine Reaktion darauf. Bei ihm war ich mir sicher, dass ich ihn nicht eingewechselt habe. Und wie wir eben gesehen haben, das habe ich überhaupt gar nicht erwähnt, eben, wir haben die Mannschaft mit den meisten Zuschauern, und zwar mit einem Schnitt von 6000 irgendwas. Und die andere dahinter war, glaube ich, im 2000er Bereich oder so. Also es macht schon was aus, dass wir aufs Geld verzichten, um viele Zuschauer zu kriegen. Das macht definitiv was aus. Und was safe fällt für 3 Wochen aus. Schade, gerade wo er so mit der Form hochgegangen ist und sowas. Önerle ist in Hochform. Können wir das auch sagen, dass er super war oder? Nee, schade. Mannschaft der Woche, Fall Önerle und Maciciak. Scouting abgeschlossen bei Behrens und immer noch kein Verein an Malchow interessiert. Kann doch nicht sein. Den muss doch irgendwer haben wollen. 15.000 gehe ich jetzt schon unter. Und erste Mannschaft, was sei, ist am 2.9. wieder fit, das heißt gegen Elversberg und Alzenau wird er uns fehlen. Ribaggi, von dem erwarte ich langsam mehr. Und Önerle mit einer 19er Form. 19. Was geht mit dem Jungen ab? Fallen 16, Maciej hat eine 17. Also, das ist sauber, was wir da haben. Das ist richtig stark. Hier haben wir nicht mal ein Torwart. Und dann würde ich mich bedanken, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim Spiel gegen Elversberg wieder ein. Das ist allerdings erst in 2 Wochen. Keine Ahnung warum. Also dem Spiel in 2 Wochen. Und dann bis dahin wünsche ich euch noch schöne und erholsame Tage.
Bis dann und schaltet ihr ein, euer Felix. Tschüss.